Wir werden dieses Gleichungssystem grafisch und algebraisch lösen. Bevor wir es grafisch lösen, werden wir beide Gleichungen von diesem System etwas einfacher schreiben. Wir werden die erste Gleichung mit 6 multiplizieren, so werden die zwei Nenner verschwinden, und in der zweiten Gleichung werden wir minus 6 auf diese Klammern verteilen, so werden die Klammern verschwinden. Und so erhalten wir dieses Gleichungssystem, indem wir die zweite Gleichung etwas einfacher schreiben können. Jetzt sehen wir noch, dass wir die zweite Gleichung beidseitig durch 3 teilen können, und so stoßen wir auf dieses Gleichungssystem, das wir jetzt grafisch lösen werden, indem wir kleine Wertetabellen erstellen. Wenn wir in der ersten Gleichung x durch 0 ersetzen, so finden wir, dass y gleich ist zu minus 15 geteilt durch minus 12, also 5 Viertel. Die Koordinate 0, 5 Viertel ist also die Koordinate von einem ersten Punkt dieser ersten Geraden. Und somit haben wir diesen Punkt mit Koordinate 0, 5 Viertel. Wenn wir in dieser ersten Gleichung y durch 0 ersetzen, so erhalten wir für x minus 15 Achtel. Und so haben wir die Koordinate von einem zweiten Punkt dieser ersten Geraden, minus 15 Achtel, 0. Da ist dieser zweite Punkt. Und somit haben wir zwei Punkte dieser ersten Geraden. So können wir die Gerade also konstruieren. Die Koordinate von jedem Punkt dieser Geraden erfüllt diese erste Gleichung. Wenn wir in der zweiten Gleichung x durch 0 ersetzen, so finden wir für y 9. Also gehört der Punkt mit Koordinate 0, 9 zu dieser zweiten Geraden. Wenn wir in dieser zweiten Gleichung y durch 1 ersetzen, so finden wir leicht, dass x minus 4 sein muss, und deswegen gehört der Punkt mit Koordinate minus 4, 1, also dieser Punkt, zu dieser zweiten Geraden. Wir haben also zwei Punkte von dieser zweiten Geraden, und somit können wir diese konstruieren. Auch hier gilt, die Koordinate von jedem Punkt dieser zweiten Geraden erfüllt diese zweite Gleichung. Der Schnittpunkt von den beiden Geraden liegt ja auf beiden Geraden, also muss seine Koordinate diese zwei Gleichungen erfüllen und ist somit die Lösung von diesem Gleichungssystem, also von diesem Gleichungssystem. Aber wir können die Koordinate von diesem Schnittpunkt nicht genau ablesen. Wir können lediglich sagen, dass die Abszisse von dem Schnittpunkt etwas größer ist als minus 6 und die Ordinate von diesem Schnittpunkt etwas größer ist als minus 3. Daher der Sinn, dieses System algebraisch zu lösen. Aus der zweiten Gleichung schließen wir, dass y 2x plus 9 ist. Also können wir in der ersten Gleichung für y 2x plus 9 einsetzen. Somit wird die erste Gleichung zu dieser, in der wir minus 12 auf diese Klammern verteilen. Wir erhalten also diese Gleichung, und die führt sofort zu
minus 16x gleich, das Ganze setzen wir rechts rüber, 93. Also ist x gleich minus 93 Sechzehntel. Wäre x minus 96 Sechzehntel, dann ergäbe das minus 6. Also ist diese Abszisse x ein wenig größer als minus 6. Das ist in der Zeichnung zu erkennen. Die Abszisse von diesem Schnittpunkt ist ein bisschen größer als minus 6. Wir wissen, dass y 2x plus 9 ist. Also können wir hier x durch minus 93 Sechzehntel ersetzen. Und so finden wir schnell, dass y gleich minus 21 Achtel ist. Minus 24 Achtel, das macht minus 3. Also ist diese Ordinate y ein bisschen größer als minus 3. Die Ordinate von diesem Punkt ist effektiv ein bisschen größer als minus 3. Demzufolge ist die Lösung von unserem Gleichungssystem das Zahlenpaar minus 93 Sechzehntel minus 21 Achtel.